das ist die Schweiz. Hier leben rund 8 Millionen Menschen friedlich miteinander. Damit dies auch weiterhin so ist und solch ein vielseitiger Staat funktioniert, muss eine gewisse Ordnung herrschen. Dies wird durch ein komplexes Rechtssystem erreicht. Das Schweizer Rechtssystem stützt sich dabei auf 4 Rechtsquellen. Diese sind das Gewohnheitsrecht, alte Gewohnheiten, die alle Leute eines Gebietes nutzen dürfen. So darf zum Beispiel ein Arbeiter eine Abkürzung über eine Wiese nehmen, weil diese seit Jahrzehnten als solche genutzt wird. Richterliches Ermessen. Ist ein Fall nicht klar durch die anderen Rechtsquellen definiert, entscheidet ein Richter durch berufliche Erfahrung. Dabei müssen die allgemeinen Rechtsgrundsätze beachtet werden. Zu den Rechtsgrundsätzen kommen wir später. Gerichtspraxis und allgemein anerkannte Lehre. Bezieht man sich auf bereits abgeschlossene Fälle und deren Gerichtsurteile, so nennt man das Gerichtspraxis. Große Bedeutung erhält hier das Bundesgericht. Wenn Hochschulen durch Vorschläge und Ideen zur Vereinheitlichung des Gesetzes beitragen, fällt dies unter Lehre. Das geschriebene Recht. Dieses unterteilt sich in 3 Stufen. Die Grundlage bildet dabei das Verfassungsrecht. Es enthält die fundamentalen Regeln des Staatsaufbaus und seiner Organisation, so zum Beispiel das Bundesrecht. In einer nächsten Stufe folgt das Gesetzrecht. Hier sind die Regeln der Verfassung genauer ausgeführt, zum Beispiel im ZGB. Noch genauer ist das Verordnungsrecht. Es beinhaltet sehr konkrete, ins Detail gehende Bestimmungen zur Anwendung des Gesetzes. Zum Rechtssystem Schweiz. Die Schweiz ist ein föderalistisch organisiertes System. Das heißt, dass einzelne Glieder eigenständig organisiert sind, zusammen aber eine Einheit bilden. Dies sieht man besonders gut am Schweizer Rechtssystem. Die Gerichte verteilen sich hierbei über 3 Ebenen. Ganz oben steht das Bundesgericht. Das Bundesgericht ist für das Ausführen der Bundesverfassung, der Gesetze und der Verordnungen zuständig. Auf der nächsten Ebene folgen die Kantonsgerichte. Diese wenden das Kantonsgesetz an. Auf der letzten Ebene sind die Bezirks- oder Regionalgerichte mit ihren Gemeindeordnungen und Reglementen. Jedes Gericht kann vom jeweils darüberliegenden gebrochen werden. So bricht das Bundesgericht das Kantonsgericht und dieses wiederum die Bezirks- oder Regionalgerichte. Kommen wir zu den Rechtsgrundsätzen. Diese sind im ZGB Artikel 1 bis 10 zu finden. Sie geben die grundsätzlichen Gesichtspunkte an, auf welche man sich bei der Urteilsprechung bezieht. Erstens, Anwendung der Rechtsquellen. Das heißt, man bezieht sich auf die vorher genannten 4 Rechtsquellen, die wir in der Schweiz kennen. 2. Handeln nach Treu und Glaube. Dazu ein Beispiel. Kauft jemand ein Handy, so darf er davon ausgehen, dass der Verkäufer dieses weder gestohlen noch andersweitig illegal beschaffen hat. Sofern kein Grund zur Annahme bestand, dass das Handy geklaut sein könnte, kann der Käufer nicht gebüßt werden. 3. Rechtsmissbrauch findet keinen Rechtsschutz. Beispiel: Das Bundesgericht erlaubt grundsätzlich die Nutzung eines Grills auf dem Balkon. Wird der Grill jedoch nicht für den Eigenbedarf, sondern zur Verärgerung der Nachbarn durch Rauch benutzt, so gilt das als Rechtsmissbrauch. Rechtsmissbrauch wiederum ist strafbar. 4. Der gute Glaube wird vermutet. Man geht davon aus, dass im Rahmen des Gesetzes und der Moralvorstellungen gehandelt wurde, solange nicht das Gegenteil bewiesen wird. 5. Rechtsunkenntnis schadet. Dazu ein Beispiel. Parkt ein Autofahrer unwissend im Parkverbot, kann er dennoch dafür gebüßt werden. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Sechstens.
6. Beweislast. Behauptungen müssen immer bewiesen werden. 7. Beweiskraft öffentlicher Register und Urkunden. Öffentliche Dokumente sind vor Gericht gültig. Und das sind die 7 Rechtsgrundsätze. Wir hoffen, dass Sie einen kleinen Einblick in das Rechtssystem der Schweiz gewonnen haben und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihre Schweiz.